Herzlich willkommen, Professor Dr. Dr. Christian Schubert und auch all jene, die uns zuhören. Wir haben ja vor kurzem auch ein Interview geführt und ich danke Ihnen vielmals, dass Sie wieder Zeit haben, auch heute wieder die Fragen zu beantworten. Kurz zu Ihnen, Sie sind Arzt, ärztlicher Psychotherapeut, Psychologe und vor allem Psychoneuroimmunologe. Und ich bin Kommunikationswissenschaftlerin, Traumatherapeutin, Psychotherapeutin, Hypnose, Psychotherapie und auch psychotherapeutische Gutachterin und habe auch Weiterbildungen, systemische Familientherapie auch gemacht. Für mich ist natürlich entscheidend, gerade auch im therapeutischen Setting, wo es um Beziehungen geht, Begegnung und auch Verbundenheit. Und das Gemeinschaftsgefühl, verbunden zu sein, ist ein wesentliches Grundbedürfnis, welches natürlich auch unser Überleben sichert, uns Bindung stärkt. Wenn wir einander nicht mehr berühren und spüren, so ist das, als ob wir aufhören würden zu atmen, eine Art emotionaler Tod. Martin Buber, er war Philosoph, sagte er auch, alles wirkliche Leben ist Begegnung, Leben heißt Antwort geben und vor allem über das Du werden wir zum Ich. Am 9. Oktober diesen Jahres haben Sie ja auch einen Psychoneuroimmunologie-Kongress gehabt, Lebenselixier Beziehung. Welche wesentlichen Erkenntnisse über Beziehung können Sie uns vermitteln? Ja, also das war ein sehr erfolgreicher Kongress, muss ich sagen. Also wir hatten 600 Teilnehmer aus dem österreichischen Raum, aber auch aus Deutschland natürlich, aus der Schweiz. Und da ging es um die Psychoneuroimmunologie im Lauf des Lebens. Also das heißt, inwieweit wissen wir bereits um den Einfluss von Stressoren, aber auch positiver Faktoren, sozialer Faktoren auf das Immunsystem pränatal, während der Schwangerschaft, postnatal, dann natürlich im Verlauf, Erwachsenenalter und auch Alter. Also da gab es die unterschiedlichsten Vorträge und Forscher, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und man kann schon sagen, vielleicht als eine Art besonderer Erkenntnis, die dieses Forschungsfeld betrifft. Und das Motto dieser Tagung war ja Gesundheitselixier Beziehung, dass der Mensch danach strebt. Man muss sich das so vorstellen, wie wir brauchen Sauerstoff, wir brauchen Nahrung, wir brauchen Schutzräume, um zu überleben. Das ist uns allen klar. Das sind aber interessanterweise materielle Aspekte unseres Überlebens. Und man muss diesen drei fundamental essentiellen Lebensfaktoren mindestens ein viertes hinzugeben, nämlich die soziale Beziehung. Und wir wissen das aus pränataler Forschung, das Embryo, der Embryo, der Fetus wächst in einem Schutzraum auf, entwickelt sich aber am Außen. Also er entwickelt sich am nicht nur materiellen Außen, Plazenta, ja, sondern er entwickelt sich am biopsychosozialen Außen, indem er bereits intrauterin wahrnimmt, dass es die Mutter ganzheitlich gibt, dass die in soziale Kontexte eingebunden ist, dass es da positive und negative Einflussfaktoren gibt. Und die Forschung ist absolut klar der Psychoneuroimmunologie in Richtung, wenn eine Mutter schwere, wirklich traumatisierende Ereignisse während der Schwangerschaft erlebt, dann wird das auf das werdende Kind übertragen, abgedämpft übertragen, aber übertragen. Und das führt dann im weiteren Verlauf zu einer Entwicklungsstörung des Stresssystems, also jenes psychobiologischen Systems, mit dem das Kind auf die Welt kommt und letztlich Außeneindrücke verarbeitet, lernt, sich entwickelt. Und das heißt, dieses werdende Kind streckt sich förmlich innerhalb dieses intrauterinen Raums nach sozialer Nahrung. Also nicht nur nach Sauerstoff, nicht nur nach Nahrung und Schutzraum, sondern bereits intrauterin nach der Mutter wächst an der Mutter heran. Das heißt, der Außeneinfluss ist fundamental
Und wenn das Kind dann auf die Welt kommt, streckt es ja förmlich die Hände aus, um empfangen zu werden und sozusagen innerhalb des der sozialen Nahrung ausreichend davon zu bekommen. Und wir wissen, wenn das Kind das nicht bekommt, und zwar wirklich gar nicht bekommt, indem es abgegeben wird, indem es berührungslos im Waisenhaus ist, es gibt genug schlimme Experimente, die das zeigen konnten, dann sterben diese Säuglinge relativ schnell. Wenn sie aber in eine sichere Bindung kommen, wenn sie aufgenommen werden, wenn sie ihnen dieser Kontext, dieser psychosoziale Kontext angeboten wird und Sicherheit und Bindung gegeben wird, dann gedeihen sie perfekt und wunderbar. Und das ist das Gesundheitselixier schlechthin, das man sich nur erhoffen kann, wenn man auf die Welt kommt. Und alles dazwischen, dieser Graubereich von unsicherer Bindung und Störung und Schwierigkeiten, aufgenommen zu werden vom Außen, von der psychosozialen Realität, das endet letzten Endes in, je nachdem, im schlimmsten Fall Borderline, Strukturstörungen, psychotischen Entwicklungen mit all den schlimmen körperlichen Begleiterscheinungen bis hin zu mehr oder weniger neurotischen Auffälligkeiten, die ebenfalls natürlich nicht gesund sind und langfristig früher als erwartet dann Krankheit hervorrufen können. Das heißt, die Verbundenheit, das Zugehörigkeitsgefühl ist sozusagen schon vor der Geburt vorhanden, aber das Gemeinschaftsgefühl natürlich nach der Geburt. Und ich möchte auch hier erwähnen, laut Psychologie Adlers ist das grundlegendste, wie schon auch gesagt, Bedürfnis eines Menschen, das Zugehörigkeitsgefühl, Verbundenheit. Er sagte, das Minderwertigkeitsgefühl bedarf der Kompensation durch Hinwendung zur Gemeinschaft. Kurz gesagt, wir wollen nicht isoliert sein. Wir wollen wirklich das Gefühl haben, es ist gut, hier zu sein, also auch willkommen zu sein. Das ist das, was Sie auch jetzt gesagt haben. Und vor allem Isolation führt eben, wie gesagt, auch zu einem gesellschaftlichen und schließlich sogar zu einem biologischen Tod. Auf Ihrer Homepage haben Sie auch geschrieben, Studien konnten zeigen, dass die regelmäßige Teilnahme an religiösen und spirituellen Zusammenkünften über die gesamte Lebensspanne gesehen mit einer Steigerung einer Lebenszeit von bis zu 10 Jahren eben auch verbunden ist. Ich meine natürlich, das liegt auf der Hand, religiöse Menschen leben nachweislich vermutlich eben eingebettet in Gemeinschaft, erleben Sinn, eben diese auch Zugehörigkeit, auch in der Form dieser Selbsttranszendenz für andere zu wirken und vor allem sie haben auch natürlich auch ein Sinn erleben. Können Sie das auch näher ausführen, wie so der Zusammenhang besteht? Ja, also die erwähnte Studie, die hat über 500 ältere Menschen untersucht, im Alter von 71 im Mittel. Und diese Personen wurden zunächst einmal, wurde ihnen Blut abgenommen. Man hat psychoneuroimmunologisch wissen wollen, wie stark sind denn die stressbedingten Entzündungswerte bei diesen Personen ausgeprägt, von denen wir ja wissen, dass sie ein Stück weit die Lebenserwartung eingrenzen. Das heißt, je mehr Entzündung im Körper ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, an schwereren Erkrankungen zu erkranken und früher zu sterben. Und diese Entzündungsproteine, Zytokine, Interleukin 6 und andere wurden bestimmt zu Beginn der Studie. Dann wurde genau medizinisch vermessen. Es wurde herausgefunden, was der Body Mass Index ist, was das Ernährungsverhalten ist, ob es frühere Herzkrankheiten schon gab. Geschlecht ist wichtig. Das sind alles Faktoren, von denen wir wissen, dass sie einen wesentlichen Einfluss haben auf Lebenserwartung. Und dann kam die entscheidende Frage dieser Studie, nämlich wie oft gehen sie regelmäßig in die Kirche? Und 12% meinten, sie gehen überhaupt nicht in die Kirche. 72% meinten regelmäßig einmal die Woche. Die Studie wurde in Amerika durchgeführt. Bei einer offensichtlich recht gläubigen Schicht von Personen und der Rest des Samples meinte sogar, mehr als einmal die Woche in die Kirche zu gehen. Und dann hat man den Personen gesagt, so, nachdem wir sie jetzt vermessen haben und Blut abgenommen haben und sie gefragt haben, können sie gerne jetzt nach Hause gehen und wir sehen uns in 6 Jahren wieder. Und die Forscher wussten aus Vorstudien, dass jene 12%, die meinten, regelmäßig, dass die am gefährdetsten waren, dass man sie nach 6 Jahren gar nicht mehr lebend antrifft.
Und genau das war der Fall. Und das heißt, die Studie konnte zeigen und damit auch wiederholt zeigen, weil das war ja schon bekannt, dass öfter in die Kirche gegangen wurde, so wie gesagt in dieser Studie, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Menschen nach 6 Jahren nochmal lebend trifft. Also das wurde bestätigt und das ist auch ein durch viele Meta-Analysen der Forschung belegte Erkenntnis. Was man aber noch nicht wusste, ist, ob die Entzündung ein Mediator, eine Vermittlersubstanz ist. Also das heißt es auch, dass Menschen, die regelmäßig in die Kirche gehen, dass die möglicherweise geringere Interleukin-6-Levels haben und dass dieses Interleukin-6 ein guter Prognosefaktor ist für das Überleben innerhalb dieses Samples von Kirchgängern. Und die Antwort dieser Studie war ganz klar ja. Das heißt, je öfters gesagt wurde, in die Kirche zu gehen, desto niedriger waren die Interleukin-6-Levels, also Entzündungslevels bei den Probanden. Und Entzündung war ein sehr guter Prognoseindikator für die Lebenserwartung innerhalb dieser Studie. Also ein klarer Beweis noch einmal in Richtung, das ist gesund. Und die Frage ist, was ist denn jetzt der wesentliche Faktor? Und Sie haben ja schon ein paar genannt, aber nicht den, den die Forschung immer wieder in den Mittelpunkt stellt. Also Sie sagten völlig richtig, und auch in dieser Studie war die soziale Gemeinschaft der wesentliche Aspekt, völlig richtig. Auch Sinnsuche und Werte finden sind ganz wesentliche Faktoren bei diesen Studien. Aber der Faktor, der sich durch alle diese Resultate durchzieht, ist das Kontrollerleben. Also das heißt, Menschen überleben oder haben eine höhere Lebenserwartung, die regelmäßig in die Kirche gehen, weil sie mehr das Gefühl haben, Kontrolle über ihr Leben zu haben. Und ich habe das von einem Klienten mal gehört und ich zitiere das immer sehr gerne, weil der sagte mir, ich fühle mich, sein gläubiger Klient gewesen, aber mir war, der sagte, ich fühle mich von Gott geleitet. Und das ist es, darum geht es. Also es geht um dieses Gefühl von, da gibt es eine höhere Instanz, da kann ich mich vertrauensvoll in die Hände begeben, der führt mich durchs Leben und damit ist man auch gelassener unterwegs und durchaus auch mit weniger Stress belastet. Das bedeutet aber auch, das stärkt das Urvertrauen und das Urvertrauen, da ist noch jemand, ja, mindert ja auch die Angst. Oder man könnte auch sagen, Urvertrauen ist Gegenspieler der Angst. Absolut. Ja. Ich schließe natürlich genau auch mit meiner nächsten Frage an. Ich meine auch Erschöpfung, Resignation bis hin zu schweren Depressionen und anderer Krankheitsbilder sind eben verursacht durch Fremdbestimmung, Sinnverlust. Und ich meine, wie Sie das auch bestärken und bestätigen, die beste Medizin ist eben Selbstbestimmung, Eigenmacht, Verantwortung und Verbundenheit. Aber genau diese Ressourcen, und da möchte ich jetzt auch auf die krisenhafte Situation zu sprechen kommen, wurden ja genau in den letzten 3 Jahren durch eben Trennung und Angst unterbunden. Diese Isolation, diese Angst, diese Panik, wie Sie auch schon gesagt haben, wirkt ja auch auf unser Immunsystem, aber auch auf unser Gehirn, weil es wird ja auch so das archaische Notfallprogramm sozusagen ausgelöst, nämlich Resignation in die Depression. Es hat eh keinen Sinn, ich habe eben keine Wirksamkeit, egal was ich tue, es hat eben keine Wirkung, keinen Sinn. Und vor allem die Unterwerfung, also so die sogenannten Mitläufer Der und Kontrollverlust. genau. Und natürlich im schlimmsten Fall auch die Schockstarre, wo man einfach wirklich ja auch handlungsunfähig ist und der Angriff. Und wir wissen ja auch beim Angriff, es gibt ja auch die positive Aggression, die ja notwendig ist, um auch eben gegen Gewalt zu wirken, Stopp zu sagen und auch dadurch diese Eigenwirksamkeit zu bestärken. Auch gegen den Missbrauch sich Auch aufzulehnen. gegen Gewalt in jeder Hinsicht, psychisch und auch körperlich. Ja, und wie können wir aus Ihrer Sicht eben genau diese Ressourcen stärken, wo sie ja so die letzten Jahre massivst auch unterbunden waren und auch noch sind? Das ist natürlich eine nicht leichte Frage, weil wir alle auch neu konfrontiert wurden mit so etwas. Also wenn ich zurückdenke, 3 Jahre zuvor, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass so etwas überhaupt möglich ist. Und ich habe mich doch auch relativ sicher gefühlt bei allen von mir damals schon beobachteten Problemen und Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft. Ich habe mich
seit über 25 Jahren setze ich mich damit auseinander, mit einer für meine Begriffe falschen Medizin. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, und ich wusste, ich bin davon auch ausgegangen, dass einige Korruption in Politik möglich ist und dass auch die Medien jetzt ja nicht unbedingt immer das verbreiten, was wahr ist, ja. Aber dass ich so enttäuscht werden musste und so eigentlich auch in einer gewissen Weise traumatisiert wurde, das muss man mal ganz klar sagen. Ich meine, auch die Corona Kritiker, zu denen wir zählen, die sind ja durchaus durch eine Zeit jetzt gegangen, wo wir erschüttert sind. Darf ich wieder ergänzen? Ich möchte wirklich auch betonen, Corona-Maßnahmenkritiker, oder? Weil ich glaube, wir leugnen ja nicht Corona. Also, das geht es ja Nein, nicht. Ne? Ja, absolut. Wir das leugnen nicht Corona, total. aber wir leugnen nicht Corona, aber wir hinterfragen durchaus auch die Gefährlichkeit. Also Richtig, auch insofern ist es natürlich gute auch Maßnahmen vor allem auch. auch Ja. richtig, auch eine kritische Sicht auf SARS-CoV-2 an sich. Aber natürlich völlig richtig. Ich leugne in keinster Form ab, dass dieses Virus auch sehr gefährlich sein kann. Dazu muss man vielleicht gleich noch dazu sagen, Nonamid. Es ist ja auch mit hoher Wahrscheinlichkeit künstlich. Und aus dieser Überlegung heraus natürlich haben wir es mit einem möglicherweise wirklich äußerst gefährlichen Ding zu tun, von dem auch wir, die kritisch dem Ganzen gegenüberstehen, überhaupt noch nicht wirklich wissen, in welche Richtung so etwas gehen kann. Also das heißt, es geht auch um das Virus an sich, das weitaus gefährlicher sein dürfte. Und jene, die davon auch betroffen waren, und da muss ich mich hineinnehmen auch. Ich hatte Ende des letzten Jahres wirklich eine schwere Covid-Erkrankung und bin seitdem auch lädiert. Also ich schleppe mich herum mit Blutdruckerhöhung, mit immer wieder irgendwelchen Wehwehchen. Stressbelastung funktioniert nicht wirklich. Ich werde dann auch gleich wieder krank. Und also ich habe da schon auch was mich durch das Jahr hindurch immer wieder schwächt. Und hatte das davor nicht. Ja, das muss man ganz klar sagen. Also da war ein Auslöser. Und jetzt ist die Frage, sind es die 2 Jahre davor gewesen, die mich auch so belastet haben, dass ich dann so auch schwer erkrankte und damit auch Schwierigkeiten habe, wieder zurückzukommen, in Anführungszeichen. Oder aber ist es wirklich diese schwere Covid-Erkrankung an sich, die das hervorruft bei mir, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich würde es aber sowieso biopsychosozial sehen. Alles gehört zusammen in dieser Geschichte. Aber ich möchte damit ganz klar sagen, nein, das wird nicht verharmlost. Und ich denke, davor habe auch ich Bammel, gar keine Frage. Ja? Also was macht dieses Virus wirklich? Und wir reden von einer Impfung, die Spike-Proteine oder Injektion, die Spike-Proteine produzieren lässt. Großer Missbrauch des Organismus übrigens. Ja? Das heißt, der Organismus wird missbraucht dafür, Spike-Proteine zu bilden. Also wenn wir vorhin auch schon von Missbrauch und Traumatisierung geredet haben, dann wird auch der Körper missbraucht für ein als Produktionsstätte, als Firma, als Fließbandunternehmen zur Produktion von Spike-Proteinen. Das muss man sich mal auch von der Seite her mal überlegen. Und dieser Missbrauch ist offensichtlich auch verbunden mit schweren Schäden. Und ich aber als Nicht-Geimpfter, aber durchaus Erkrankter, habe natürlich auch Sorge, was macht denn dieses Virus mit mir wirklich? Und bin auch ich weiterhin Produktionsstätte für Spike-Proteine? Passiert da noch irgendwas mit mir, obwohl ich nicht geimpft bin, aber immerhin infiziert wurde? Also das sind alles Dinge, von denen wir nicht wissen, in welche Richtung das geht. Und ich bin einfach hellhörig, auch diesen Überlegungen meiner eigenen Person gegenüber. Das wollte ich nur damit noch sagen. Also, will heißen, wir sind alle miteinander mit einer Katastrophe konfrontiert, mit etwas, das wir uns nicht ausmalen konnten vorab, was da auf uns zukommt. Und deswegen ist die Frage natürlich auch außerordentlich schwer zu beantworten, weil einfach die Erfahrung so gering ist, wie geht man damit um? Dazu muss ich sagen, wir haben ja auch keine wirklichen Erfahrungen oder Lernerfahrungen oder übermittelte Erfahrungen aus anderen Katastrophenzeiten.
Also das führt mich ein bisschen hin zu einem anderen Thema. Bevor ich auf die Antwort zu sprechen komme, die Sie gestellt haben, auf die Frage, für mich, ja, wie sind denn unsere Vorgänger oder unsere Vorgenerationen mit Traumatisierungen umgegangen? Ja, die hatten ja ausreichend. Es ist ja nicht das erste Mal, es ist ja nicht das erste Mal, dass so etwas passiert, was wir jetzt erlebt haben, sondern wir haben im Jahrhundert, im letzten, einen Ersten Weltkrieg gehabt, wir haben einen Zweiten Weltkrieg gehabt, wir haben beim Zweiten Weltkrieg eine derart menschenverachtende Politik erleben müssen, mit Mord und Totschlag in furchtbarer Form, dass man sich schon sagen muss, puh, ja, also wir als Generation kommen nach dem Krieg auf die Welt und haben durchaus möglicherweise in dieser ersten Krisenzeit nach dem Krieg das Gefühl, hey, da geht es aufwärts, auch menschlich und da wird auch hinterfragt und da wird auch aufgearbeitet. Aber dann kippt die Menschheit möglicherweise schon wieder und schafft die Voraussetzungen dafür, dass wir jetzt in diesem Desaster uns befinden. Ja? Also ich denke da an die letzten Jahrzehnte Neoliberalismus. Ich betone das immer wieder in den Interviews. Wir brauchen uns nicht wundern, wenn Geld mehr wert ist wie der Mensch. Und das ist leider Gottes in den letzten Jahrzehnten überdeutlich gewesen. Vor allem auch im Gesundheitssystem kann man sehr gut beobachten. Es ist korrumpiert, verkauft, missbraucht, wo Sie hinschauen. Also es gibt kaum mehr Orte, wo Geld nicht regiert, die Welt regiert. Und deswegen wundert mich von der Seite, von dieser Metaebene aus gesehen, auch gar nicht, was wir jetzt erleben. Weil erwarte mir nicht, dass mit Menschen gegangen wird, wenn solche neoliberalen, kapitalistisch, westlich-kapitalistischen Ideologien vorherrschen. Und nicht umsonst, es gibt genug Literatur dazu, die einem westlichen Kapitalismus, Neoliberalismus, faschistoide Züge unterstellt und das als ein totalitäres System sieht. Und wir sind nicht in einer freien Demokratie. Das haben wir vielleicht gerade noch nach dem Krieg noch geglaubt, aber musste schnell deutlich werden, dass diese ganze Indoktrination, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, damit wir Geld ausgeben und konsumieren, weil letzten Endes davon lebt der westliche Kapitalismus, ein Bedürfnis in uns zu wecken für Dinge, die wir eigentlich nicht brauchen, schlicht und ergreifend. Ja? Und das ist im perfidesten, subtilsten Stil mit Propaganda an uns herangetragen worden, die letzten Jahrzehnte. Und also das ist für mich nicht frei. Ja? Frei ist, wenn ich frei entscheiden kann. Aber ich kann nicht frei entscheiden, wenn ich Unbewusstes und unbewusste Mechanismen in Entscheidungen getrieben werde, die mein Leben betreffen und die Art und Weise, wie ich mein Leben lebe. Und das ist leider Gottes in den Jahrzehnten überdeutlich geworden. Wir sind zunehmend entfremdet, wir sind gespalten. Also wenn wir jetzt von Covid 3 Jahre gesehen haben, wie Gesellschaft gespalten werden kann, auch hier, das ist der Gipfel dessen, was schon davor passiert ist. Spaltung ist Thema, seitdem ich auf der Welt bin. Ja? Dass die Schwierigkeiten, sich selber wahrzunehmen, ganzheitlich wahrzunehmen, eine Schulmedizin, die spaltet, die den Geist und die Seele vom Körper abspaltet. Darin sind wir ideologisiert. Das ist ein Zugang zu Leben, den ich seit 25 Jahren mehr denn je hinterfrage und wo wir jetzt bei Corona gesehen haben, wohin das führt. Ja? Und also, ich will damit sagen, wir sind in einem großen Wiederholungszyklus eingebunden. Und das heißt nicht Verherrlichung der früheren Zeiten oder Verharmlosung der früheren Zeiten, sondern ganz im Gegenteil. Jetzt gibt es keine Amnestie. Also wenn es jetzt Menschen gibt, die fordern, wir müssen das jetzt wieder vergessen, was da jetzt passiert ist und es war ein Fehler und auch daraus werden wir ja lernen, denen kann ich nur sagen, nein, es wird jetzt aufgearbeitet und es ist offensichtlich zu wenig aufgearbeitet worden, die Traumatisierung der Menschheit in den letzten 100 Jahren, sodass sowas wieder passieren kann. Nicht gleich, sondern wir nennen das in der Systemtheorie selbstähnlich. Also das heißt, es gibt Musterbildungen in unserem Leben, die wir ja alle beobachten können und die sich doch durchaus auch im Geschichtlichen zeigen können. Wir nennen das Fraktale.
Ja, jetzt hätte ich wieder so viele Fragen dazu. Eine ist ganz wichtig: Wie soll denn Aufarbeitung gelingen, wenn im Grunde genommen so viel Leugnung, aber auch Verharmlosung, Projektion, die typischen eben Abwehrmechanismen auch stattfinden, wie wir haben die Krise wunderbar bewältigt, wir machen weiter so, das ist ja für mich eine gefährliche Drohung. Und es wird ja auch schon gesagt, in Amerika und Deutschland wird von einer Corona-Amnestie gesprochen. Ich spreche eher von einer Corona-Amnesie, die natürlich auch droht, alles unter den Teppich zu kehren und zu vergessen. Das ist klar, dass es das wird. Also das ist ja, das hat ja eine Logik in sich, ja. Und da sehen wir ja auch die Mechanismen, die offensichtlich schon mal waren. Ja, also wir können ja jetzt auch in dieser selbstähnlichen Musterbildung durchaus jetzt erkennen, wie das damals vor 80 Jahren war oder es gewesen sein musste, zumindest in Ansätzen. Ja, das heißt, sehr, sehr viele von den Schuldigen, von denen, die wirklich Verantwortung hatten über diese menschliche Katastrophe, die damals stattfand, sind ja weiterhin im Amt geblieben. Ja, es ist ja nicht so gewesen, dass man dann wirklich eine saubere Aufarbeitung schaffte, sondern man hat halt die Spitzen weggeräumt, zum Teil auch hingerichtet. Aber wirklich sich damit auseinanderzusetzen. Und da sage ich, es geht mir gar nicht mal nur um die Menschen, die das jetzt gemacht haben. Das ist nicht mein Thema als Kritiker, der gegen die Amnestie ist. Ich bin jemand, der sagt, wir müssen immer auf die Metaebene schauen. Wir müssen schauen, in welcher Ideologie befinden wir uns, die so etwas hervorrufen kann. Es ist nicht der Mensch an sich und die einzelnen Proponenten, nennen wir sie Spahn, nennen wir sie Lauterbach, nennen wir sie in Österreich die entsprechenden Gesundheitsminister oder auch Politiker oder auch Mediziner, reihum, ja, sind sie alle für diesen Wahnsinn gewesen und haben sich dafür eingesetzt und haben ihre Kollegen diffamiert, die sich dagegen aufgelehnt haben. Also da können wir ja alle von sehr, sehr viel Erfahrung jetzt sprechen. Es geht mir gar nicht um diese einzelnen Personen nur, sondern es geht mir hauptsächlich darum, eine Metaebene einzunehmen und sich die Frage zu stellen, was passiert denn da eigentlich mit der Gesellschaft und unserer Kultur? Wie kann es überhaupt möglich sein, dass diese Menschen umkippen? Und wie kann es überhaupt möglich sein, dass sie in einen, ja, Matthias Desmet spricht von einem psychotischen Zustand geraten? Also in eine Irrationalität, wo sie mit diesen Menschen auch gar nicht mehr reden können. Und wo ich mir auch zum Teil gesagt habe, ich will auch gar nicht mehr mit denen reden. Ich will mit denen nicht mehr diskutieren über Zahlen und über was, ob, wie viel Impfschäden jetzt oder ob Impfschäden jetzt sind oder was auch immer, weil ich weiß, dass da so viel Irrationalität auf der anderen Seite vorherrscht. Die einen mögen sagen, das sind Verbrecher. Die anderen mögen sagen, sie sind krank. Das obliegt mir gar nicht zu beurteilen. Mir geht es darum, dass ich mit dieser Gruppe von Menschen nicht in einen Diskussionsprozess gehen möchte. Das tue ich nicht mehr. Ich konzentriere mich viel stärker, und damit komme ich zur Beantwortung Ihrer Frage, auf die Gruppe, die in den letzten 3 Jahren gezeigt hat, dass sie offensichtlich Einblick hat in diese grauenhaften ideologischen Verfehlungen, die mit denen wir wieder uns auseinandersetzen mussten. Und diese Gruppe gehört gestärkt. Sie gehört mit Wissen bemächtigt, mit einem Wissen, das ich über 25 Jahre mir angeeignet habe und dankbar dafür bin, dass ich das durfte und bis jetzt die Chance bekommen habe, vielen Menschen da draußen Wissen zukommen zu lassen, das ihnen sonst verwehrt wird, sowohl von ihren ärztlichen Betreuern als auch von den Medien, als auch von der Politik. Und da habe ich sehr, sehr viel Danke auch bekommen und Danksagungen bekommen und wusste eigentlich am Anfang auch gar nicht wofür, ehrlich gesagt, weil mir war das gar nicht so auf meinem Plan oder in meiner Idee, den Menschen da jetzt Gutes zu tun, sondern ich habe es als meine menschliche Aufgabe gesehen, mich zu wehren und entsprechend meine Überlegungen kundzutun. Aber dass man da wahnsinnig vielen Menschen auch helfen konnte in dieser Zeit, das ist mir erst jetzt in den letzten Wochen und Monaten deutlich geworden, weil eben sehr, sehr viele Menschen mir auch Dankschreibungen geben und mir die Hand schütteln bei Vorträgen und so weiter. Und das ist natürlich auch sehr berührend und macht deutlich, dass es eigentlich ist, um was es geht. Auch hier wieder die soziale Beziehung, das Gemeinsame, die gemeinsame Kultur, die wir jetzt haben dürfen, unser Gespräch, das wir gerade führen, eine weitere Möglichkeit, Wissenstransfer zu schaffen, den Menschen draußen zu sagen, wir hören nicht auf. Nein, wir gehören nicht zu denen, die jetzt sagen, passt schon, geh mal weiter, schauen wir, dass wir wieder in die Normalität hineinkommen, sondern wir hinterfragen eine Normalität und überlegen uns, wie kann eine neue Normalität ausschauen, nach dem Wahnsinn, was wir da erlebt haben. Es ist eine Art von Resistance, die sich auch jetzt wieder gegründet hat und von der ich hoffe, dass sie jetzt immer mehr wird,
in weiterer Zukunft und die eben neue Strukturen und Systemkomponenten einer neuen menschlicheren Kultur schaffen wird. Das heißt, Sie blicken auch hoffnungsvoll in die Zukunft. Naja, sagen wir mal so, auch hier, ich wehre mich etwas dagegen, Gesundheitstipps loszulassen und zu sagen, wie können sich denn die Menschen jetzt stärken? Ich glaube, die Gruppe, von der wir jetzt gerade reden, die weiß sehr gut, wie sie sich stärkt. Die hat nämlich diese letzten 3 Jahre überlebt, zum Teil ungeimpft, wobei es mir hier nicht um Impfung geht und ungeimpft, sondern ganz im Gegenteil. Ich halte die Arme offen für jeden, der auch geimpft ist und sich sagt, ich habe das durchschaut und bin missbraucht worden, ja, und mir ist klar geworden, was da mit mir passiert ist. Und ich möchte mitarbeiten an diesem gemeinsamen neuen Projekt. Also das hat für mich mit Impfung und Nicht-Impfung überhaupt nichts zu tun, sondern ich glaube, dass diese Menschen, die von Anfang an den Mut hatten, sich zusammenzustellen und auf Demonstrationen zu gehen und das Wort zu ergreifen in dieser Welt, dass die sehr wohl wissen, wie es weitergehen soll. Ja? Und da würde ich mir eher erwarten, dass ich von diesen Menschen lerne, als umgekehrt ich da jetzt zum Propheten werde für ein besseres Leben und für gesünderes Leben. Also ich glaube, die Leute wissen das sehr gut. Die kommen interessanterweise aus Bereichen, ich meine, ich bin ja lebe ja in Tirol hier und lebe aber nicht in der Stadt, sondern am Land, außerhalb von Innsbruck, ein paar Minuten in einem Bauerndorf. Und dort habe ich sehr gut erleben können, wer das eigentlich ist in solchen Dörfern, die sich gegen die Corona-Regeln stemmen und auf Demonstrationen gehen. Das sind die Bauern. Ja? Und die sind die tagtäglich mit Erde in Verbindung stehen, mit Kultur und Natur. Und da geht es überhaupt nicht um Intelligenz, ja, sondern es geht um eine Verbindung zu Welt und Natur. Und da habe ich sehr, sehr viel kennenlernen dürfen, von denen ich lerne als Akademiker, ja, also wie man mit Leben letzten Endes auch umgeht. Also insofern, das als Antwort. Ich glaube, auch hier, meine Antwort kann nur von einer höheren Ebene auskommen, von einer kulturellen Ebene aus, von einem sozialen Miteinander aus. Und ich denke, wir dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen, sondern müssen zusammenbleiben, weil das fürchten die am allermeisten. Ja? Diese Gemeinsamkeit, dieses soziale Miteinander, das so gesund ist, ja? Das ist das Lebenselixier, ist unser Lebenselixier als Gruppe. Und ich glaube, das gehört gestärkt an allen Ecken. Und wir tun das sowieso. Also wenn ich mir denke, mit welchen Leuten ich da zusammenkommen konnte in den letzten 3 Jahren, dann ist das allein schon ein Segen und ein Gesundheitselixier. Also das ist ja, also das als Antwort. Ja, es ist ja so, ich meine als Traumatherapeutin natürlich auch, ich sage mal, die letzten 3 Jahre waren sehr traumatisierend, vor allem auch für unsere Kinder und Jugendlichen. Aber diese Angst und auch dieser Schrecken hat ja noch kein Ende. Das heißt, es wird ja sozusagen noch weitergeführt. Und ich meine, Sie sprechen natürlich auch von einer narzisstischen Gesellschaft der letzten Jahrzehnte, Ausbeutung Mensch, Tier und Natur, wo wir auch jetzt, wie Sie sagen, in eine psychotische Gesellschaft der Verirrungen, Verwirrungen, Trugbilder, Manipulationen und vieler anderer sozusagen Mechanismen kommen. Ich möchte vielleicht sogar die These aufstellen, dass wir jetzt auch in eine Art masochistische und sadistische Gesellschaft kommen. Denn im Grunde genommen, es ist ja so, dass Menschen, die jetzt durch Armut und durch Inflation und Existenznot, die ja schon aus dieser letzten 3 Jahre erwachsen sind, ja, die Menschen sind durch Lockdowns bedroht worden, ihrer Existenz und vieler anderer. Das heißt, es war ja auch bei der Impfpflicht die Nötigung und sozusagen die große Not. Und wie sehr sehen Sie denn auch so in der Weise masochistisch, sadistische sozusagen Tendenzen? Denn es wird ja auch Macht missbraucht und um diese Macht zu missbrauchen, ist ja Angst das beste Mittel, sage ich einmal, also Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen, dann hat man so eine Art, eben wie gesagt, Notfallprogramm, Blackout im Gehirn. Man kann auch nicht mehr nachdenken, man kann nicht klar denken. Es ist sozusagen eine nicht durchsichtige Situation. Und das ist etwas, das mich offen gesagt sehr ängstigt, obwohl ich unglaublich resilient bin, das muss ich wirklich sagen. Aber das betrifft mich auch sehr persönlich. Denn ich erlebe das natürlich auch in meiner Praxis, diese Ohnmacht, Verzweiflung von Patienten, Patientinnen, die vorher
normal im Leben gestanden sind, Ja. wirklich keine Auf- oder wenig Auffälligkeiten und Ja. die so schwer jetzt in Not leben und auch schwere Krisen durchleben. Ja. Und dass diese Menschen, die vorher noch so viele Ressourcen gehabt haben, von Lebensfreude und auch Eigenwirksamkeit, Eigenmächtigkeit, das Gefühl haben, ich kann nicht mehr, ich bin so ohnmächtig. Ja, das ist so richtig eine psychische Ohnmacht. Ja. Das wird ja sozusagen weitergeführt, denn der Wahnsinn, sage ich offen, hat ja kein Ende, wenn Nein. wir jetzt in den nächsten Jahren jetzt sagen, blicken. Ja, also eine Antwort darauf. Letzten Endes nochmal, um es nochmal ganz klar darzustellen, es ist nicht das erste Mal. Und es ist nicht das erste Mal, dass eine Gesellschaft oder auch ein übergeordneter, in dem Fall sogar globaler Zusammenhang, derart aus dem Ruder gerät. Nochmal, wir haben das alles schon mal gehört, beziehungsweise einige noch erlebt, mit welchem Sadismus Menschen behandelt wurden, die einer anderen Rasse angehörten, mit welchem Masochismus eine Gesellschaft in einen Zweiten Weltkrieg ging, obwohl sie schon traumatisiert war durch den Ersten Weltkrieg, und über massenpsychotische Phänomene und Propaganda durchaus nochmal aktiviert wurde, in einen Zweiten Weltkrieg zu gehen. Also das heißt, es ist ja nichts Neues, was wir jetzt erleben, sondern es ist ein Wiederholungsmuster in einem ganz großen Stil, offensichtlich in einem 50 bis was 80 Jahre Abstand, also selbstähnlich, nicht gleich. Auch die Ausformungen dieses Desasters und dieser menschlichen Katastrophe sind nicht gleich, aber sie sind offensichtlich selbst ähnlich. Auch jetzt sterben unglaublich viele Menschen. Nur ist es halt jetzt so, dass die Propagandamaschine noch perfider geworden ist, noch eindrücklicher in Bezug auf Verblendung der Gesellschaft und Manipulation von Gesellschaft. Die haben ja 80 Jahre zusätzliche Propagandapsychologie gelernt und Tiefenindoktrination. Die sind ja nicht stehen geblieben. Ja? Auch wenn uns immer vorgegaukelt wurde, dass Psychologie Blödsinn ist, und das machen ja nur die Esoteriker, die das studieren. Und das ist ja nicht so wert wie Medizin oder wie Physiologie und wie Körper und Materie und Maschine. Nein, 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 nein. Diejenigen, die strategisch vorgingen, um ihre Macht zu halten und ihre narzisstischen Persönlichkeitsstörungen auszuleben, die haben durchaus diese Strategien gewählt und diese Mittel an der Hand gehabt, um nun dieses nächste Desaster in die Wege zu leiten. Also da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Und alles, was wir jetzt beobachten, bitteschön, das hatten wir schon einmal. Also diese sadistisch-masochistische Beobachtung, die Sie machen, da würde ich sofort zustimmen. Aber wie gesagt, noch einmal, wir hatten es und in einer furchtbaren Form. Also vielleicht, aber wie gesagt, selbst ähnlich ausgeprägt jetzt, weil das, was wir jetzt erleben, ist so katastrophal, wie mit Kindern, wie Sie es auch vorhin gesagt haben, umgegangen wurde und wird, und wie mit alten Menschen umgegangen wurde und wird und wie mit gebärfähigen Menschen umgegangen wurde und wird. Ich möchte das genau so betonen, nämlich die Gebärfähigen sind die Mittelalterlichen, ja, also die im Alter von 20, 30, 40, 50, die Corona als Erkältungs- und grippalen Infekt abtun würden. Aber nein, alle sind genötigt worden, bis hinunter zu den Schwangeren, sich diese Genspritze verabreichen zu lassen, von der wir nicht wissen, wie sie wirkt und was sie wirklich langfristig tun. Und wenn Sie es ansprechen, ja, es ist natürlich eine aktuelle Zeit, jetzt wahrscheinlich auch schon vorbeigegangen. Das heißt, wir hatten die Corona-Pandemie. Wir hatten entsprechende tyrannische Maßnahmen, die nichts gebracht haben, von denen jetzt bekannt und klar geworden ist, dass die Corona-Maßnahmen Gegner recht behalten haben. Denen wird aber nicht das gesagt und der Versuch einer Entschuldigung gemacht, sondern letzten Endes wird einfach drüber hinweggegangen. Und wir sind weiterhin die rechtsextremen Schwurbler. Aber egal, mir geht es darum zu sagen, ja, wir haben diese aktuelle Pandemie, dürfte vorbei sein. Und der Schaden wurde gesetzt, aktuell gesetzt durch Maßnahmen, Lockdowns, Schulschließungen, psychischen Erkrankungen, körperlichen Erkrankungen und Todesfällen. Aber, und jetzt kommt's,
Wir haben den Kollateralschäden und wir haben die langfristigen Folgen, die wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, weitaus schlimmer sind wie das, was bis dato in den letzten 3 Jahren passiert ist. Und diese Kollateralschäden und diese Langzeitfolgen, die zeigen sich zum Beispiel in so Phänomenen wie Long-Covid. Also das ist fast schon als mittelfristig zu bezeichnen. Wir sehen schon die Traumatisierung von Menschen und wie sie darauf reagieren, nämlich mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Denn das ist ein Klassiker, dass die Schulmedizin, die den Geist und die Seele abtrennt vom Körper, natürlich fast schon sexuell erotisch nach einem Virus sucht, ja, im Körper des Befallenen von Long-Covid und schaut sozusagen, was könnten denn die pathophysiologischen Mechanismen von Long-Covid sein, die dann am Ende des Tages eine Autoimmunerkrankung sind oder irgendwelche Cortisolstörungen oder irgendwelchen neurotoxischen Schäden. Aber letzten Endes vergessen, dass 3 Jahre lang Menschen in Angst und Panik versetzt wurden und ein gar nicht geringer Anteil dadurch auch krank wurde, und zwar langfristig krank wurde. Und jetzt kommt's, wenn wir jetzt nicht dorthin unseren Finger setzen und darauf hinweisen, langfristig auch krank gehalten werden. Weil die Schulmedizin mit ihrer Abspaltung von Körper, Geist und Seele dazu neigt, Krankheiten zu chronifizieren. Denn wenn Symptome nur behandelt werden und wir als ganzheitsmedizinisch denkende Menschen wissen, dass Symptome Warnsignale sind und dass Symptome darauf hinweisen, auf die Ursache für eine Erkrankung, aber diese Symptome immer nur einfach weggemacht werden, sei es von einer mechanisierten Medizin, aber auch von einer mechanisierten Psychotherapie. Also ich nehme da die orthodoxe Verhaltenstherapie in Kritik, die ja auch nichts anderes tut, als letzten Endes Symptome wegzumachen, ja, und nicht nach der Ursache und nach kausalen Einflussfaktoren, biografischen, sinnhaften Einflussfaktoren von Kindheit und Jugend zu schauen. Und das sind für mich Aspekte, wo ich mir sage, wir müssen jetzt weiter dranbleiben und es ist nicht vorbei, die Pandemie, sondern möglicherweise geht sie jetzt erst los. Die Pandemie ist eine biopsychosoziale Pandemie. Sie ist eine Pandemie des Virus, aber sie ist auch eine Pandemie eines falschen Menschenbildes. Und das falsche Menschenbild, das ist noch viel schlimmer wie dieses Virus. Das Virus, das war's. Aber das, was jetzt passiert mit Menschen und wo jetzt richtig Geld verdient wird, weil das, was bis dato ist, ein Bruchteil dessen, wo Geld verdient wird. Jetzt wird an den Folgeschäden Geld verdient und zwar verdammt viel Geld verdient. Und die Messenger-RNA-Impfung wird uns als Heilsversprechen immer noch vorgegaukelt von den Systemmedien, Politikern und Medizinern und wird bereits schon in der Grippeimpfung angedacht, dass man das jetzt auch in anderen Situationen stattfinden lassen, damit den Schaden perpetuiert, der jetzt angerichtet wurde. Also das heißt, wir sind in einer dystopischen Situation, was Medizin und Politik betrifft, im Foucault'schen Sinne Biopolitik, die offensichtlich Lunte gerochen hat, Blut geleckt hat an diesen 3 Jahren und gesehen hat, hey, wir können offensichtlich Menschheit und Bevölkerungen weltweit derart manipulieren und missbrauchen, in den Masochismus bringen, wie Sie gerade gesagt haben, also sadistisch in masochistische Zustände bringen, dass damit zumindest mit dem großen Teil, den wir da erwischen, und bis dato waren es nur 70%, die sich impfen ließen, offensichtlich ein gutes Auskommen kriegen. Jetzt ist aber noch wichtig zu sagen, es ist ja jetzt vom Corona-Lockdown der letzten 3 Jahre jetzt ein neuer Lockdown meiner Meinung nach in Sicht, nämlich der Armutslockdown. Das heißt, im Grunde genommen werden Menschen dadurch, dass sie eben ihrer Existenz, ich sage mal offen auch gesagt, beraubt worden sind, viele Konkurse, viele Insolvenzen, viel Not, auch das Gesundheitssystem blutet aus, es wird tatenlos zugesehen. Das heißt, es ist auf allen Ebenen, ja, auf allen Ebenen ist hier, ich sage mal, ein gesellschaftlicher Tornado zu erwarten, der ja schon voraussehbar war. Na Und klar. dieses tatenlose Zusehen ist ja für mich dieses im Stich lassen, dieses Verharmlosen, dieses Negieren, dieses Verkehren der Wahrheiten, der Wirklichkeiten, eben ein Grund auch in eine Art Psychose zu kommen. Was ist denn wahr, was ist denn richtig? Aber im Grunde genommen ist das für mich höchst fahrlässig. Und
Meine Frage daher auch, das ist natürlich ein höchst autoaggressiver, aber auch fremdaggressiver Akt der Selbstvernichtung, aber ich meine unter Anführungszeichen auch gut getan, nämlich unter Anführungszeichen Gutes für die Menschheit und Gesundheit zu tun und eben auch solidarisch und moralisch gut zu sein. Ja? Das heißt, dass Kinder solidarisch sein müssen, dass sie Opa und Oma nicht töten oder jemanden anderen. Und ich stelle natürlich auch jetzt berechtigt die Frage, wie weit wirkt denn hier auch der Todestrieb eben durch diese Corona-Maßnahmen, Impfpflicht, Maskenpflicht, Sanktionen, drohender Weltkrieg, weil eben keine Friedensverhandlungen offensichtlich getan werden, Zerstörung der Wirtschaft, des Menschen, der Natur, der Existenz. Wie wirksam ist Ihrer Meinung nach auch dieser Todestrieb? Und ich möchte vielleicht für alle, die zuhören, ein bisschen das ergänzen, auch um das einzuordnen und zu verstehen. Mit dem Todestrieb führte eben Sigmund Freud einen seinerzeit umstrittenen Begriff eben in die Psychoanalyse ein. Der Todestrieb bildet den Gegenpol zu dem Lebenstrieb Eros, also leben zu wollen, ja, lieben zu wollen, in Verbundenheit sein zu wollen. Und der Wunsch nach der Vernichtung des Lebendigen, das zeigt sich ja meiner Meinung nach auch jetzt sehr stark, dieses Lustfeindliche und Berührungslose in unserer Gesellschaft, wird sowohl auf das Subjekt selbst als auch auf eine andere Person gerichtet. Im ersten Fall nimmt der Todestrieb die Form der Autoaggression an. Das heißt, die Autoaggression, selbstschädigend zu sein, Süchte bis hin auch zum Selbstmord. Oder der Regression, das heißt, die Regression versteht man eben auch ein Abwehrmechanismus, bei dem ein zeitweiser Rückzug auf eine frühere Stufe der Persönlichkeitsentwicklung mit eben einfacheren Reaktionen erfolgt, zeigt sich auch darin, dass man sagt, ich übernehme für mein Leben eben nicht die Verantwortung und ich schaffe es nicht, ich resigniere auch. Und die Aggression richtet sich eben der Todestrieb auf einen anderen Menschen, äußert er sich in einem Destruktionstrieb, dem Wunsch zur Zerstörung und Verletzung anderer. Und darin sehe ich sehr wohl diese Zerstörungswut oder Zerstörungslust gegen sich selbst, aber auch andere. Aber wie gesagt, getarnt, Solidarität, das heißt, wir müssen solidarisch sein. Wir sind moralisch sozusagen nur dann, wenn wir genau diesem Todestrieb folgen. Und jene, die sich dagegen stellen und sagen, da stimmt was nicht, das ist Gewalt, das ist psychische, aggressive Gewalt, eben verdeckt, getarnt. Und das ist ja genau das Gefährliche. Die Leute werden dann als nicht solidarisch, amoralisch und asozial gesehen. Da stelle ich natürlich die Frage, wie weit treibt uns die Politik durch eben kollektive Schuld des Ersten und Zweiten Weltkrieges oder durch unbewussten, vielleicht auch schon mittlerweile zumindest auch für mich bewussten Todestrieb in die Zerstörung? Oder ist es unter Anführungszeichen nur Dummheit, Unwissenheit oder einfach nur gut gemeint? Also das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Man könnte dazu auch gut vielleicht noch das Verbrechen hinzufügen. Also inwieweit ist es krank, was da draußen passiert? Beziehungsweise inwieweit ist es kriminell, was da draußen passiert? Beziehungsweise inwieweit ist es einfach nur, ja, eine Dummheit? Da sträube ich mich ein bisschen gegen das Wort Dummheit, weil dazu ist mir das Ganze viel zu heiß. Es ist mir viel zu psychologisch. Es ist mir viel zu emotional. Es ist mir viel zu ideologisch. Als oder auch einfachend oder leugnend vielleicht, wenn man sagt, das ist ja nur dumm. Naja, ja, kann schon sein, aber für mich ist das zu wenig. Also ist ja, meine ich, zu wenig. Ja, es ist mir, und vor allem ist es ein... Banal. Ja, banal, aber es ist auch ein Ausdruck für eine falsche Aufklärung. Weil die Aufklärung, in der wir uns befinden, seit Jahrhunderten, ist eine rationale. Da wird wenig, soweit ich die Epoche der Aufklärung verstanden habe, wenig auf diesen emotionalen Aspekt Wert gelegt. Auf das, dass wir ja in unserem Denken und in unserer aufklärerischen Form durchaus auch Mensch ganzheitlich sind. Mit unbewussten Aspekten, mit Konfliktaspekten, die wir in der eigenen Biografie haben, mit Emotionen, die uns durchaus hier und da mal das Denken ziemlich verhageln.
Und auch in der Wissenschaft zu sagen, es gibt die Wissenschaft und die Wahrheit, natürlich gibt es es nicht. Ja? Das heißt, auch die wird am Menschen ausgehandelt. Und zwar am ganzheitlichen Menschen, am ganzheitlichen Forscher, am ganzheitlichen Denker, der eben auch mal einen guten Tag hat und einen schlechten Tag hat und mal die Interessen verfolgt und mal die Interessen mehr verfolgt. Ja? Man sagt ja nicht umsonst, das allererste, was du tun sollst, ist deine Lieblingshypothese vernichten. Weil deine Lieblingshypothese ist wahrscheinlich so gefuelt von konflikthaften biografischen Einflusskräften, die dich als Wissenschaftler äußerst anfällig machen und als Erkenntnisgewinnler sozusagen anfällig machen. Also insofern, ja, wir sind wahnsinnig abhängig von uns ganzen Menschen. Und insofern ist das Wort dumm, kommt mir viel zu stark aus einer für mich falsch verstandenen Epoche der Aufklärung, wo es rein um Ratio geht. Es geht eben nicht rein um Ratio und deswegen geht es auch nicht rein um Dummheit, sondern es geht um mehr und es geht um Irrationales. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn ich sage, ich will mit diesen Menschen nicht diskutieren, dann heißt das, ich will auch gar nicht in einen therapeutischen Prozess einsteigen mit diesen Menschen. Weil letzten Endes würde ich als Psychotherapeut einem anderen gegenüber, der mir die Daten verdreht und mir von Beginn an ein XVU vormachen wollte, mit dem brauche ich gar nicht in einen Prozess gehen, weil entweder gehe ich mit ihm in einen psychotherapeutischen Prozess, die Zeit habe ich nicht und die Energie will ich auch gar nicht aufwenden, oder ich lasse ihn stehen. Und das ist genau der Punkt, wo ich mich befinde. Wäre er dumm, dann wäre, oder wäre er unwissend und wäre er ungebildet, dann würde ich sagen, er braucht Wissen. Und dann würde ich sagen, okay, das tue ich mir an und informiere ihn über die andere Seite und über die maßnahmenkritische Seite und so weiter. Aber wir haben das so oft erlebt in den letzten 3 Jahren, dass es hier überhaupt nicht um Wissenstransfer geht, diesen Menschen gegenüber. Die sind eingesogen in ein distorted Menschenbild, in eine totale Störung, entweder selber oder ideologisch oder was auch immer. Und insofern ist es weit mehr wie Dummheit. Es ist durchtränkt von Emotionen, von Angst, von Machtgier, von Narzissmus, von Persönlichkeitsstörung, von ich weiß nicht was alles. Und dann kommt dann irgendwann vielleicht auch der Verbrecher. Also auch das gibt's natürlich. Ja, also so wie das bei den Nazis war, irgendwann mal werden wir uns auch mit dem auseinandersetzen müssen, dass da Verbrechen stattgefunden haben und dass Menschen willentlich andere Menschen in böser Absicht tyrannisiert, gefoltert und vielleicht auch umgebracht haben. Also das sind alles Aspekte, die werden aufbearbeitet werden müssen. Ich bin kein Jurist und ich kann das mit Sicherheit nicht übernehmen. Ich kann als Zeuge dann dastehen, aber das müssen Juristen übernehmen und die werden dann auch entscheiden, ist es mehr Krankheit, was da passiert ist, oder ist es dann doch ein wirkliches Verbrechen, das stattgefunden hat. Ich plädiere auf jeden Fall immer wieder für Aufarbeitung und Auseinandersetzung, ganzheitliche Auseinandersetzung auch mit diesem Thema. Da möchte ich vielleicht auch Bertolt Brecht ergänzend dazu sagen, er meinte ja auch, wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf, aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Also, ist ungefähr in diese Richtung. Aber wie gesagt, noch einmal, es gibt ein Dazwischen und dieses Dazwischen ist auch selbst von Brecht, wäre es mir zu wenig, sozusagen entweder dumm oder Verbrecher. Nein, was ich viel gefährlicher halte, weil häufiger ist der Irrationale, ist der Psychotiker, ist der, den Matthias Desmet in den Mittelpunkt stellt und wo es wirklich, oder auch Marz in den Mittelpunkt stellt, nämlich jene, die krank sind, die gestört sind, die psychisch gestört sind, die irrational unterwegs sind. Das ist die Masse. Das ist das, was wirklich mächtig ist. Die paar Verbrecher, die werden wir kriegen. Das ist nicht der Punkt. Und die Dummen halte ich jetzt auch nicht für die Gefahr. Die wahre Gefahr sind die Gescheiden, die aber irrational nicht mehr richtig unterwegs sind. Weil Sie Joachim Marz auch jetzt erwähnt haben, möchte ich auch, er hat das so benannt, er ist ja auch im Psychotherapeut und Arzt, er meinte, ich durchschaue 3 deutsche gesellschaftliche Normopathien, den Nationalsozialismus, den DDR-Sozialismus,
die narzisstische Gesellschaft, und er spricht ja natürlich auch von einer psychotischen Gesellschaft, und ich möchte dazu natürlich jetzt eben auch die masochistisch-sadistische Gesellschaft ergänzen. Das bestärkt ja auch noch einmal das, wo wir oder was wir jetzt auch gemeint haben. Möchten Sie aber vielleicht abschließend, Herr Professor, noch etwas ja, mit Ihren Worten sagen, so als schönen Abschluss? Ja, also ich denke, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Frage von Ihnen war, was tun wir denn jetzt und wie können wir uns jetzt resilient und gesund halten? Und ich möchte nur weiter plädieren dafür, dass wir jetzt nicht aufhören sollen, sondern erst recht an etwas Neuem arbeiten und daran beteiligt sein an der Aufarbeitung und uns jetzt nicht auch einlullen lassen von neuen Themen, denn das gehört alles zu dem großen Spiel dazu, uns abzulenken. Wir haben uns mit Corona gefunden und wir bleiben wegen Corona und wegen der Art und Weise, was da mit uns passiert ist, zusammen und bauen etwas Neues auf. Und wenn die anderen uns ablenken wollen, lassen uns nicht ablenken, sondern ich denke, dieses Thema, nicht zuletzt, weil das, dass ich das sage, weil das ja mein Kernthema ist, logisch. Ich werde jetzt nicht zum Politologen über Russland-Ukraine-Konflikt. Ich bleibe Arzt, Psychologe und Psychotherapeut und das ist mein Thema des Corona und ich lade jeden herzlich ein, dran zu bleiben, weil es hat sich hier etwas gezeigt, dass wir noch lange nicht früher aufgearbeitet haben und noch viel Zeit brauchen, um es jetzt aufzuarbeiten für eine bessere Menschlichkeit und Menschheit und Kultur. Dann danke ich Ihnen herzlich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit, weiterhin Mut, Courage und all jenen natürlich auch, die zuhören und vor allem Zusammenhalt und auch Verbundenheit. Alles, alles Dankeschön. Liebe. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Tschüss. Alles Gute. Tschüss.